Ich weiß nicht, wo es ist. Wir werden es sehen. Komme ich überhaupt lang? Ja, doch. Ich habe immer so ein bisschen Angst, hier durchs Feuer zu fahren. Ich meine, wir haben ein bisschen mehr Rüstung diesmal, ne? Schauen wir mal. Okay, wir müssen da lang. Heiß, heiß, heiß und fertig. Heiß und fertig. So, hier lang. Das heißt, wir kommen jetzt auf die andere Seite der Insel? Habe ich das richtig verstanden? Kommen wir auch hier durch? Ja, okay. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne, oder? Und meine... Was ist das denn hier? Sandsteinpassage zur nächsten Bereich. Bohrer nötig. Stufe 2 haben wir. Aber kann ich einfach rumfahren, oder wie ist das? Oder müssen wir da durch? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder müssen wir hier einfach... Ich weiß nicht, ob wir da einfach durchfahren können hier. Ach, man kann einfach hier durchfahren. Alles klar, okay. Gut, dann weiß ich ja Bescheid. Da müssen wir hin. Uff. Sind wir jetzt richtig? Oh, da ist der Laser. What the fuck? Was ist das? Holy shit. Was zur Hölle ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht, was wir genau machen müssen. Wir müssen mal schauen. Das kann ja heiter werden. So. Und übrigens vielen, vielen Dank an die Kommentarschreiber. Wollte mich mal herzlich bedanken. Freut mich mal zu lesen und zu hören, wenn es euch gefällt. Das ist natürlich supi. So soll es auch sein. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das freut mich immer, alles so zu lesen. So. Gut, Vorgänge im Gange. So. Bitte warten. Nähere dich dem Ziel, zerstöre alle Module, benutze Granaten, um es schnell zu machen. Okay. So, Granaten mit der 6. Aber die werden wahrscheinlich Waffen haben, ne? Wo waren das jetzt? Und da werden wahrscheinlich auch... Alter, was ist das? Holy shit, what the fuck? Every day am Laser. Oh, warte mal, ich sollte vielleicht Rüstung anziehen, ne? Wenn ich schon einmal dabei bin. Da sind Roboter. Uff. Oh, holy. Aua. Ich muss die Waffe wegkriegen da hinten. Alter, was zur Hölle? Wie soll ich denn da hinten? Wie soll ich das denn machen? So weit kann ich gar nicht werfen. Ja, ich komme sofort bei. Ich bin sofort bei dir. Warte. So, jetzt erstmal wieder Rüstung anziehen, warte. Vorsichtshalber, ne? So, jede Menge Action hier in der Folge wieder. Okay, Granaten. Und jetzt? Da hinten, wie soll ich denn da rüberkommen? Ach, von hier, okay, alles klar. Also große Quest jetzt, muss ich sagen. Haben wir alles nachgeladen? Vorsichtshalber mal eben schnell nachladen. Aber die Munition irgendwie bringt's nicht, oder? Oder habe ich jetzt nicht so das Gefühl? Ich war jetzt nicht so im Bilde. Alter, was zur Hölle ist das? Irgendeine Laserfunktion? Okay, wir haben keine Granaten mehr. Das ist schlecht. Okay. Oh, Drillship wird bestätigt, nicht gut, aber wir haben ja... Scheiße. Da hinten müssen wir auch noch hin. Das dauert viel zu lange. Ich muss hier rauf. Weiß doch nicht, wie wir da hinten kommen. Oder waren wir da schon? Wie kommen wir denn da hinten rüber? Sag mal.
Ja. Geht's? Ja, ja, ich weiß. Geht's hier irgendwo lang? Ich hoffe nur, unser Schiff hält das aus. Holy Jesus, was ist das für eine Action? Uff, nein, moin Jungs! Hinter mir war, glaube ich, jemand, oder ist jemand? Alter, ich komme, ich bin der Terminator! Du. Erinnere mich gerade ein bisschen daran. Du. Uff, okay, wir müssen da lang, alles klar, I know. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm ich jetzt? Oh fuck, ich muss einmal rum. Oh shit. Warte mal, kann ich mal Drillship einfach runterschicken? Ich mach das mal eben. Weil dann im Prinzip brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Oh, da sind schon wieder die Robis. Jo, lass mich. Ich sammle jetzt absichtlich nichts ein, weil... Oh nein, fuck. Wir haben auch keine... Wir haben auch nicht mehr viel Rüstung, wollte ich gesagt haben. So, jetzt sollten wir uns auf jeden Fall beeilen, weil wir haben 18 Minuten. Gut, das schaffen wir. Das ist kein Problem. Aber wir sollten auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir irgendwie auf die Seite kommen. Oder... Oh nein, Alter. Drüben waren auch schon welche. Da ist... Oh, da ist noch das fremde Schiff. Das ist natürlich nicht gut. Wir haben nicht mehr viel Rüstung. Fuck, wir müssen an dem Schiff vorbei, ne? Oh, fuck. Oder können wir hier vielleicht abkürzen? Ich will da nicht lang. Shit, wir müssen da vorbei. Ich düse schnell. Wir werden jetzt eh beschossen vom Schiff. Ich wusste es. Ich greif's aber nicht an. Alter, was zum Teufel ist das? So, ich probier's mal aus hiermit erstmal. Zur Vorsicht. Das funktioniert nicht gut. Vielleicht nur semi. Schauen wir mal. So, jetzt aber. Das schaffen wir. So, warte. Alter. Ich hoffe, wir haben genug Munition. Sonst stehen wir nämlich echt blöd da. Warte mal, ich kümmere mich mal eben drum. Ist er tot gewesen hier? Bin mir nicht sicher. Ist, glaube ich, das letzte Modul, ne? Hä, wieso begibt dich auch zur Zielvorgabe? Wir sind doch hier. Ach, ich muss das Schiff wieder nach oben rufen, ne? Ich hoffe, das Schiff kommt. Sonst hielt er die Mission nicht, oder was? Oh nein. Oh, holy! Oh fuck! Rüstung ist down! Oh fuck! Oh, ich bin fast down! 5, ich brauche Heilung! Ich brauche Heilung! Huhuhu! Schnell, 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 schnell! Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich! Oh, Alter! Das werden wir nicht schaffen! Das werden wir nicht schaffen! Heil dich, heil dich! Alter, ist das knapp! Alter, ich muss nachladen! Ich habe keine Rüstung mehr, das ist das Problem! Ich glaube, die sind schwindig, kann das sein? Ich glaube, die sind ein bisschen stinkig. Verstehe ich ja gar nicht. Verstehe ich gar nicht, dass die stinkig sind. Warum denn nur? Ho, 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 ho. Nein, lass mich. So, jetzt aber. Alter. Jetzt aber ganz schnell. Mal eben schnell speichern.
So, jetzt wissen wir endlich, was die Kochs in der Insel angestellt haben. Wir müssen dafür sorgen, dass sie all diese Geräte zerstört werden. Okay. Also sind die dafür verantwortlich, oder was? Dass hier quasi Lavaausbruch ist und so? So, haben die noch irgendwas? Boah, Alter. Oh, Lebensenergie. Puh. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt schnell wie möglich wieder zum fortschrittliche Produktion Aufwertung benötigt. Ja. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt so schnell wie möglich zurückkommen. Ich speichere nochmal eben schnell. Alter. Das war aber jetzt... Puh, holla die Waldfee. Ich frage mich, was haben die denn dann gemacht? Haben die irgendwie... Graben die hoch? Graben die nach irgendwas? So, Munition nehme ich mit. Den Rest lasse ich. So, dann düsen wir mal ganz schnell. Ist das Schiff denn jetzt von denen weg? Also, wir sollen feststellen... Ja, das Schiff ist weg. Krass. Das war also storybasiert, glaube ich, hier. Oder zumindest, okay. Gut, dass wir einen Vulkanausbruch abgewartet haben. Überlege mal, jetzt kommt der Zeitfaktor vom Vulkanausbruch noch dazu. Dass du quasi jetzt noch eben auf die Uhr gucken musst. Oh nein, sind noch 2 Minuten. Wir sollten schnell machen. Das waren schon einige Module, die man da abballern musste. Und die Granaten haben nicht gereicht. Wir hatten über 15. Lass es 20 gewesen sein, die wir hatten. Wir hatten zu wenig. Und dann musste man hier ja noch rumrennen. Aber cool, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Mega. Aber wie gesagt, was haben die denn hier... Boah, sieht irgendwie cool aus. Was haben die denn hier geforscht? Oder was haben die denn hier gemacht? Wollen die den Planeten vielleicht ausbeuten oder so? Oder... Ich bin gespannt. Also, Story schreitet voran. Ich weiß auch gar nicht im Prinzip, ob das hier Story... Aber ich glaube schon, eine Story gibt es ja. Am Anfang war ja... Wurde ja erzählt, lalala, ne? Vulkanausbruch, tralala. Schon so lange her, Folge 1. Weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt? 20? Über 20, glaube ich, sind wir mittlerweile schon, ne? Und es macht immer noch Spaß. So. Ich habe echt gedacht, wir bauen das jetzt ab und können das eben für uns nutzen. Und, holy shit. Lasertag. Alter Schwede. Das war irgendwie geil. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. So. Was wollte ich gesagt haben? Gut. Wenn die Nachbarn mal wieder Randale machen. Voll die Lasershow. Gut, dass wir hier so viele Waffen haben. Wie viel haben wir denn hier an... Oh ja, wir sollten auf jeden Fall reparieren. Dazu sollten wir... Huch. Dazu sollten wir auf jeden Fall erstmal ein wenig... ihr Reparaturwerkzeug mal mitnehmen. Ich repariere mal eben schnell. Hallo? Ja, wieso repariert er es nicht? Er repariert es nicht. Warum? Ah, okay. Es ist die Wand. Man muss auch genau wissen, was es ist, ne? So, lass mal schauen. Das hat ordentlich abgekriegt. So, ich muss mal nach unserem Bohrer auch mal gucken, ne? Der ist ja jetzt zwar gehärtet. Wir haben ja einen neuen Bohrer. Alter, geil. Hoho, hohoho. Ist das ein Mofa? Alter Schwede. Aber cool, dass wir unser Schiff aufgewertet haben. Auch was den Rumpf angeht, dass wir quasi stärker sind. Das ist natürlich mega. So, pass auf. Wir sollten fortschrittliche Produktion aufwerten. Heißt, im zweiten Bereich Reisen und Material abbauen. Endlich können wir in den zweiten Bereich erkunden. Begib dich dorthin und baue Material in der Umgebung ab. Dafür muss die Raffinerie die Stufe 2 installiert sein. Da die Materialien fortgeschritten metallurgische Verfahren erfordern. Okay. So, geh unter Tage. Das machen wir. Ah, jetzt geht's zum Bereich 2 der Insel. Ich bin so gespannt, was uns da erwartet. Anscheinend gibt's ja dort andere Ressourcen, so wie sich das anhört. Das klingt auf jeden Fall mega interessant. Und vor allem auch, was da so umgebungsmäßig ist. Sehen wir da mehr Städte? Sehen wir da vielleicht sogar andere Bewohner? Man weiß es nicht. Sind wir die Einzigen auf der Insel, menschlich gesehen jetzt? Oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. So, ich pack mal ein paar Sachen ins Lager, während wir gerade hier runterdüsen. So, Reparaturkit haben wir ja genug. Da Schrott, Kupferschrott und Konverter packen wir mal hier rein. Hier haben wir mal ein bisschen wieder was in Reserve. Also ich muss ganz ehrlich, die panzerbrechende Munition verwendet ein verbessertes Pulver.
Zusammensetzung für eine höhere Mündungsgeschwindigkeit. Gut, macht aber 15 Schaden? 6 Schaden. Okay, macht aber mehr Schaden. Habe ich jetzt aber irgendwie nicht im Gefühl gehabt, muss ich sagen. Also irgendwie war es... Also hat sich zumindest nicht so angefühlt. So, ich packe die Sachen mal weg. Lebensenergie. Hatten wir die auch irgendwo reingepackt? Wir hatten doch so viel, ne? Wir sollten auf jeden Fall mal irgendwie ein Schiff mal wieder besuchen gehen. Und, sollten da mal schauen, ob wir tatsächlich nicht da mal ein bisschen wieder was sammeln. Aber ich lade hier mal eine Kugel, haben wir davon noch. Ja, warum nicht? Hauptsache drin. So, was müssen wir? Achso, wir müssen reisen, ne? Genau. So, wieder aufzutauchen? Nein. Erstmal fahren wir jetzt weg. So, wir fahren jetzt im Bereich 2 der Insel. Ich bin so gespannt, dahin müssen wir. Holy Jesus. Okay, wo müssen wir denn... Oh, warte mal. Wie kommen wir denn da rüber? Vielleicht hier lang? Bin mir nicht sicher. Hier sieht es nicht so aus, als würde man da hinkommen. Kann man hier so drüber fahren? Ah, das geht. Geil. Cool. Man muss doch erstmal ein bisschen testen, ne, wie das mit der Karte funktioniert. Da bohrt man sich also durch. Da wird man noch ein bisschen langsamer. Tiefe Schlucht. Was? Auftauchvorgang? Was? Okay. Wir sind, glaube ich, auf der anderen Seite der Insel angekommen. Glaube ich zumindest. Sieht jetzt erstmal gleich aus, würde ich sagen, ne? Alter, ist das ein Bohrer! Lecko funny. Hui! Heißes Teil, oder? Muss man ja schon mal sagen. Das ist schon fancy. Ich frag mich echt, wie lang das werden kann. So. Jeder Bereich verfügt über eigene Materialien. Es gibt häufig und seltene Materialien, wobei das seltene Material nur in der Nähe von Lava zu finden ist. Aha. So, Nebenauftrag, schnelleres Drillship. Das Drillship braucht zu lange, vom Ort zu Ort zu kommen. Wenn wir die Ketten aufwerten, verkürzt das die Reisezeit und wir können je nach Situation eine schnellere Neupositionierung durchführen. Wenn du über Teile für modifizierte Ketten verfügst, kannst du die Aufwertung herstellen. Ansonsten musst du weiter Cockdrillship suchen und im Statistikfenster auf Installieren modifizierte Ketten überprüfen. Wenn du eins gefunden hast, zerstöre es vollständig und extrahiere die Kettenteile für die weitere Ausrüstung des Drillships. Ja, können wir mal machen. Wir werden schon angegriffen. Drillship-Kern aufwerten. Platz- und Drillship-Kapazitäten werden... Alter, was? Uff, Alter. Uff. Sind wir irgendwie kaputt gegangen? Ich glaube, irgendwas ist bei uns irgendwas kaputt. Alter. Uff. Wir sollten schleunigst unter Tage fahren. Denn das geht ja gar nicht. Holy shit, Alter. Haben die uns zugesetzt. Also hier ist auf jeden Fall schwerer. Das sei mal so gesagt. Ich habe die Tür angeballert. Ich wollte eigentlich die andere Aufgabe noch annehmen. Platz und Drillship-Kapazität wäre knapp. Werte Kern des Drillships auf, um den Produktionsmittelkern zu verbessern. Ein besserer Kern bedeutet mehr Kapazität. Ja, was mehr Module ermöglicht. Nice. So, Ketten wird benötigt. Drillship 2 Kern wird benötigt. Ich fahre mal eben runter. Nur einfach mal, um zur Sicherheit zu sein. Und dann würde ich sagen, erkunden wir mal ein bisschen die Insel. Ja. So. Wir brauchen Drillship Kern 2, ne? Muss ich gerade mal gucken. Das war bei Forschung, glaube ich. Ist das hier Forschung? Blaupausen? Nee. Wo war denn das? War das hier? An der Werkbank? Aufwertung, ja. Verstärkter Rumpf 2. Drillship-Kern 2 brauchen wir. Aber wir haben hier Drillship-Kern 1 nur. Ja. Basiskern. Aber wir hatten doch... Hatten wir nicht sogar irgendwie... Drillship-Segment. Können wir wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht aufwerten, ne? War doch, glaube ich, so, ne?
Ich hatte das ja mal ausprobiert, das ging ja nicht mit dem Segment. Aber hatten wir nicht noch... Ich schau mal eben. Oh Gott, wie ruhig das ist, angenehm. Mal wenigstens mal ein bisschen in Ruhe, mal so ein bisschen schauen, was ist denn hier drin? Ah, ein Schrank im Schrank. Da kann man sich ein bisschen in Ruhe mal umgucken, was man alles so hat. Also wir haben nicht viel, muss man sagen. Achso, Produktionsstufe 2. Ich würde das mit dem Drillship nochmal probieren, mit der Verlängerung. Verlängerung, du verstehst. So, geht das? Okay, kann ich sehen, mehr bessere Dampfturbine, alles klar. Das können wir wahrscheinlich dann erst machen, wenn modifizierten Kettenteile. Eignet sich für die Herstellung modifizierter Ketten. Das brauchen wir doch, ne? Haben wir doch gesammelt sogar schon. Okay. Gut, das heißt, ich würde sagen, wir bauen uns mal eben schnell Rüstung. Weil anscheinend wird es ja da oben spektakulär spannend. Kupferschrauben und Kupferplatten. Dafür brauchen wir Kupferbarren. Die haben wir, glaube ich... Ja, nice. Und wir haben sogar Kupferschrauben. Na, guck mal einer an. Weiß gar nicht. Kupferschrott? Was wird denn daraus nochmal gemacht? Zweimal? Was? Kupferbarren zweimal? Dient zur Herstellung vom... Was kriege ich denn daraus? Achso, ich kriege dazu raus zweimal Kupfer... Achso, nee. Aber wofür ist denn der Kupferschrott eigentlich gut dann? Zur Herstellung von gar nichts oder was? Oder wie? Doch, der muss doch für irgendwas sein. Kupfererz. Kupfererz, Kupfererz, Kupfer, Kupfer, Kupfererz. Kupfererz haben wir. Zwar auch nicht mehr so viel. Müssen wir mal... Also Kohle haben wir erstmal genug, würde ich jetzt mal behaupten. So, ich sortiere das mal wieder ein bisschen hier rein. Ich glaube, Kupfererz haben wir soweit, glaube ich, erstmal genug. Das ist, glaube ich, völlig ausreichend. Habe ich noch reingepackt, oder? Ach, ich habe das Kupfererz wieder weggepackt. Oh, ich bin so schlau. So, Kupfererz, 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 Kupfererz. Dann da rein. So. Stellen wir noch ein paar Barren her. Weil wir es einfach können. So, dann wollten wir Kupferschrauben bauen. Da mache ich mal 3 Stück von jedem. Dann schalte ich mal eben ein. So, Vulkanausbruch. Wir sind ja eh unter Tage, also kann uns nichts passieren. Das trifft sich ganz gut, dass wir gerade hier unten sind. So, stelle ich direkt mal 2 her, zur Vorsicht. Und wir brauchen vielleicht noch mal ein paar Granaten. Das wäre, glaube ich, gar nicht mehr so crashlos schlecht. Kupferschrauben und Schwarzpulver brauchen wir dafür. So. Kupferrohre brauchen wir auch, natürlich. So. Gut, dass wir so viel gesammelt haben und alles in der letzten Zeit. Oh, da fehlt was, ne? Schwarzpulver, das habe ich mir schon gedacht. Aber wir sind ja eigentlich relativ gut dabei. So. Was fehlt? Kupferschrauben, natürlich. Was fehlt jetzt? Kupferrohre, natürlich. Und für Kupferrohre brauchen wir Kupferbarren. Ach, es ist doch eine Last. Vielleicht sollten wir echt mal schauen, dass wir vielleicht einfach mal die Ressourcen einfach mal herstellen in Ruhe, bevor wir weitermachen. Weißt du, was ich meine? Dass wir vielleicht erstmal diese wichtigen Komponenten, die wir regelmäßig brauchen,